Die Bell Air von Lomography, hier in der Ausführung City Slicker, also dem Basismodell, ist eine Mittelformat-Sucherkamera mit Belichtungsautomatik und 6x12 Panoramaformat. Dank zusätzlicher Rahmen wie diesem sind aber auch kleinere Formate wie 6x6 und 6x9 möglich. Über separat erhältliche Rückteile wie dem 35mm Back oder dem Instant Back können auch Kleinbildfilme oder der Fuji Instax weit belichtet werden. Das Fokussieren passiert rein manuell ohne Fokushilfe an einem der vier Objektive mit Lichtstärke von f/8 oder f/16. Die Nutzung eines externen Messsuchers oder anderer Fokushilfen ist auf jeden Fall ratsam, wenn man die Kamera nicht für Panoramaaufnahmen nutzen möchte. Insgesamt gibt es für die Bell Air vier leicht zu wechselnde Objektive. Zwei aus Kunststoff, die bereits im Lieferumfang enthalten sind, und zwei separat erhältliche Glasobjektive der Firma Zenit, die sogenannten Bell Ergon-Objektive. Diese sind im Gegensatz zu den Originaloptiken auch im Panoramaformat knackig scharf, haben dann allerdings nicht mehr den Charme einer Kunststofflinse. Die Kunststofflinsen sind mit 58 bzw. 90mm, allerdings formatbedingt weit bis moderat weitwinklig. Die Glaslinsen haben eine Brennweite ebenfalls von 90 oder 114mm. Mangels Einstellmöglichkeiten hat man auf die Belichtung des Films jedoch relativ wenig Einfluss. Über ein Rad an der Seite kann man die Filmgeschwindigkeit einstellen. Dort hat man die Wahlmöglichkeiten in ganzen ISO-Schritten zwischen 50 und 1600 ISO. Von da an übernimmt allerdings die Belichtungsautomatik. Die Bell Air ist eine tolle Kamera und es macht unglaublichen Spaß, sie zu benutzen. Allerdings verschenkt sie natürlich unglaubliches Potenzial. Die fehlende Möglichkeit, die Verschlusszeit manuell einzustellen und die Blende mit nur zwei Stufen machen die Bell Air zu einer reinen Schnappschusskamera. Und das Fehlen einer Möglichkeit, einen Kabelauslöser zu benutzen, lässt einen darüber nachsinnen, warum überhaupt ein Stativgewinde angebracht ist. Alles in allem sind die Möglichkeiten also eingeschränkt. Wer über all dies hinweg sehen kann und einfach nur 6x12 Panoramabilder machen will, ist mit der Bell Air vielleicht ganz gut bedient. Ich selbst nutze die Kamera für meinen Geschmack leider viel zu selten. Grund dafür ist vor allem, dass ich das Zubehör verlege. Machen wir uns nichts vor. Auch wenn sie zusammenfaltbar ist, ist die Kamera nur dann wirklich bereit für die Hosentasche, wenn man Objektiv und Sucher entfernt. Tut man dies, kann man sie natürlich auch verlegen. Und das passiert mir ständig. Dummerweise lassen sich aber die Kunststoffobjektive und die dazugehörigen Sucher nicht einzeln nachkaufen. Wenn du Interesse an der Bell Air bekommen hast, möchte ich nur noch einen letzten Punkt zu bedenken geben. Das Panoramaformat von 6x12 cm kann von den meisten Laboren gar nicht verarbeitet werden. Du verlierst also jedes Mal was an Bildern, wenn das überhaupt gescannt wird. Stell dir also die Frage, ob du das selber kannst. Wenn nicht, gibt es sicher Alternativen, die besser zu dir passen. Ich hoffe, du hast einen ersten Eindruck von der Kamera bekommen können. Schau auf jeden Fall mal in der Infobox unter dem Video. Dort habe ich nämlich ein paar Links für dich. Ich zeige dir dort ein paar Bilder, die ich mit der Bell Air gemacht habe. Du findest ein paar Affiliate-Links, falls du auch unbedingt sofort eine haben möchtest oder Filme brauchst. Und ich verlinke dir ein Projekt, das ich selbst sehr schätze und unterstütze, nämlich analog4u.de. analog4u.de ist ein Portal für Analog-Ein- und Umsteiger, das sich speziell an junge Fotografen wendet. Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Ich bin raus. Ciao.